ein Mann Gottes. Wenn wir jetzt Robin Hood hätten, dann wäre praktisch Bruder Duck. Ich meine, gut, da ist ein bisschen unterernährt, da müsste man eine Romko machen. Aber, ich sage mal, dann ist es der Zorn Gottes, ein sehr kluger Mensch. Der ein oder andere wird sich erinnern, der war schon mal hier bei uns, hat eine brillante Rede gehalten. War ganz ergreifend. Ich freue mich sehr, dass er wieder da ist. Wenn ich etwas dicker werden soll, kann ich ja euer Fußwasser trinken. Ne? Das ist bestimmt kalorienreich. Ne? Das hat die Konsistenz von Motorenöl. Okay. Ja, du hast gleich. Dann nimm du das Mikrofon. Ich will deins haben. Ich will deins mit deinen Coronaviren haben. Ne? Ja. Ich weiß gar nicht so, was ihr überhaupt habt. Deutschland hat doch gar keine Probleme. Alles läuft bestens. Die Wirtschaft brummt. Gucken Sie doch mal bei der Insolvenzverwaltungsbranche. Die brummt richtig. Ne? Wir haben keinerlei Stromproblem. Es war sehr teuer, aber Probleme haben wir nicht. Unsere ukrainischen Soldaten an der Ostfront, die eilen von einem Sieg zum anderen. Und die Migration von Fachkräften ohne Grundschulabschluss erreicht jede Woche neue Höhepunkte. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der sendet nur Wahrheiten und Fakten. Das stimmt. Fragen Sie mal die Regierung, die wird das bestätigen. Ne? Und unsere Sozialkassen, die wissen gar nicht, wohin mit dem Geld. Deshalb gehen die auch immer mal in die EU und weltweit und schütten da ein bisschen aus, weil unsere Rente ist sicher, auch wenn jetzt in den nächsten 10 Jahren 30% der Leute in den Ruhestand gehen. Die Staatsverschuldung ist voll im Griff. Wir haben, glaube ich, nur 2,6 Billionen. Ist aber nicht schlimm, wird einfach nachgedruckt. Der Staat kann nie pleite gehen, der kann ja Geld drucken. 1923 ist der Staat auch nicht pleite gegangen. Und seitdem die Grünen an der Regierung sind, ja, da haben wir jetzt das Weltthermostat in Berlin und da können die jetzt immer drum schalten und nächstes Jahr, weil die Grünen dran sind, wird es in Thüringen wieder schneien. Also im Winter, ne? Ja, da werben die Grünen in Bayern jetzt übrigens, ne? Wählt uns, damit wieder Schnee, damit es wieder schneit, ne? Also ich weiß gar nicht, was wir Montagsspaziergänge überhaupt haben. Es gibt keine Probleme, alles läuft bestens. Wir müssen irgendwie krank sein, dass wir Probleme sehen. Denn das größte Problem, wir haben eigentlich nur ein Problem, das größte Problem ist, jetzt ist spannend, ein Flugblatt. Ne? Ein Flugblatt, das hatte so ein 16-jähriger Schüler vor 35 Jahren in der Tasche gehabt. Ich glaube, das ist das größte Problem von Deutschland. In der letzten Woche lesen Sie alle Zeitungen, war ganz klar, das ist das große Problem. Das andere sind keine Probleme, die bilden Sie sich alle, bilden Sie sich nur ein. Aber ich werde dann immer sehr, wenn so unwichtige Themen hochgekocht werden, werde ich immer sehr skeptisch. Wenn so unwichtige Säue durch Deutschland getrieben werden, dann werde ich immer skeptisch und frage, was soll abgedunkelt werden, wo soll man nicht drauf achten? Vielleicht, dass die EU vor 10 Tagen das neue Zensurgesetz in Kraft gesetzt hat. Das wird unsere Gegenwart 2,6 Billionen Mal, jetzt sage ich das Wort Billionen Mal, mehr verändern als dieses alte Flugblatt in irgendeiner Tasche. In Notsituationen darf der Staat jetzt direkt ins Internet eingreifen, in Notsituationen. Ich bin gespannt, wann die nächste Notlage kommt. Vielleicht, wenn ihr in Hermsdorf hier nicht artig seid. Ne? Notsituation. Ne? Oder, und ohne Notsituation dürfen die Netzwerkanbieter selber zensieren, auch jetzt schon. Und wenn die das nicht tun, eine Strafe von 5% des Umsatzes. Nicht von 5% des Gewinns, sondern 5% des Umsatzes. Und was tun die dann natürlich? Lieber 2,6 Billionen Mal zu viel gestrichen und zensiert, als einmal zu wenig. Denn 5% vom Umsatz ist verdammt viel. So schafft man es mit ganz lockeren Gesetzen, die Zensur wieder voll en vogue zu machen. Warum kommt das in den Hauptmedien nicht auf die Titelseite? Ich weiß nicht, ob Sie davon groß gelesen haben, dass davon irgendwie diskutiert wurde. Dabei geht es hier um die Grundlagen unserer Gesellschaft, nämlich Meinungsfreiheit. Und dass man nicht irgendwie, wenn einer einem nicht passt, wegzensiert. Wir Bürger müssen uns die Demokratie zurückholen, hat der Nazi Aiwanger gesagt. Denn daran,
Daran erkennt man die Nazis. Die wollen immer die Demokratie zurückholen. Das sind die Nazis, ne? Ganz gefährlich, Aiwinger, so gefährlich, ne? Wo aber die Zensur regiert durch das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das haben wir ja auch schon, und jetzt dann noch auf EU-Ebene, Digital Services Act, kurz DAS, da hoffe ich doch, dass zumindest wieder ein paar mehr, wieder zwei, drei mehr Bürger aufwachen und einsehen, vielleicht liegt der Aiwanger gar nicht so falsch mit dem Demokratie zurückholen. Eine positive Nachricht am Ende, ja, damit wir auch mit einem guten Gefühl nach Hause gehen können. Nein, wirklich eine positive Nachricht, dass die durchsichtige Medienkampagne gegen Aiwanger gescheitert ist. Ich bin mir relativ sicher, vor 3 bis 4 Jahren wäre die Süddeutsche Zeitung, die ja dann mit Bild-Zeitung, mit öffentlich-rechtlichen Rundfunk, mit der Welt, alle an einem Strang gezogen hätten, dass Aiwanger noch 2, 3 Tagen weg wäre. Aber mittlerweile sind die alternativen Medien und freien Medien, ich arbeite übrigens für Tichys Einblick, kleine Schleichwerbung am Schluss, aber dass wir freie Medien doch immer mehr an Gewicht bekommen, und es gibt da jetzt schon so viele tolle Medien, die Konkurrenz belebt da das Geschäft, und dass mittlerweile selbst die großen Konzerne merken, wir kriegen nicht mehr einfach so unsere Kampagne durch. Der Söder, der schlaue Fuchs, hat erstmal geguckt, wo läuft denn jetzt der Hase so hin, und er hat nach 10 Tagen gemerkt, die kriegen ihr Ding nicht durch. Und das war eine wunderschöne Niederlage für die Süddeutsche Zeitung. Also, ein Hoffnungsschimmer, ein Hoffnung. Es tut sich was in Deutschland, und das ist dringend nötig bei dem Problem, es tut sich was. Wir haben es geschafft, die allgemeine Impfpflicht durch die Montagsspaziergänge zu verhindern. Jetzt die Aktion hat es verhindert, dass einfach die großen Medien nicht mehr ihre Kampagnen, und seien sie noch so dämlich, mehr durchkriegen. Ich wünsche uns allen viel Weisheit bei der Überzeugungsarbeit in unserem Land, dass wir unsere Mitmenschen mit unseren wichtigen Anliegen nicht nerven, das kann schon mal passieren, wenn wir so übervoll sind und denken, Mensch, wie kann das nur sein? Nicht nerven, aber trotzdem sie auch nicht unbehelligt lassen. Da irgendwie so eine Gratwanderung zu finden, so einen Mittelweg zu finden. Mit den Zensurgesetzen aus Berlin und Brüssel geht es um das Fundament der Demokratie. Danke an alle, die hier Flagge zeigen. Glück auf, Hermsdorf!